Kaufbeuren barrierefrei 2023. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, Ministerpräsident Seehofer hat ja verkündet, Bayern barrierefrei 2023. Aber das bezieht sich nur auf Liegenschaften des Landes und auf Dinge, die der Freistaat Bayern beeinflussen kann. Ich meine, auch wir in Kaufbeuren müssen unsere Hausaufgaben machen. Natürlich auch mit staatlicher Förderung, und dafür werde ich mich im Bayerischen Landtag einsetzen. Aber auch die Stadt muss den Willen haben, für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Mobilitätseinschränkung und ganz einfach für Menschen, die sich nicht mehr so fortbewegen können, wie der ein oder andere von uns, Lebensräume zu schaffen, die ihnen optimale Mobilität garantieren. Der öffentliche Straßenraum, auch unser Kopfsteinpflaster, der Bahnhof, öffentliche Gebäude und vieles mehr. Eine Herkulesaufgabe für unsere Stadt. Aber wir müssen uns dieser Aufgabe stellen und wir müssten hier zügig ein Konzept entwickeln, wann wir den Menschen ein barrierefreies Kaufbeuren bieten wollen. Eine Aufgabe, die uns fordert. Wir müssen sie jetzt anpacken.